Hola und herzlich willkommen zum neuen Video. Dies soll dann mal ein kleines Special werden, weil ich habe mir was angeschafft. Ich habe mir was angeschafft. Und zwar, ich muss mal das Display drehen. Und zwar, da, wer so ein bisschen Ahnung hat, jeder kennt Wiesent, der ein bisschen in der Firma Bauhaus Baha G unterwegs war. Sie hatten ihn mal wieder im Angebot, sodass ich, also aus zweierlei Gründen muss ich ganz klar sagen, erstmal, weil sieht BÄM aus, ihr habt das immer mitgekriegt, wo das Hammer, er nimmt ja, er ist alleine, fährt auf Montage und er nimmt 5 Hämmer mit. Sag mal, als wenn er sich in jede Tasche und jede Körperöffnung einen Hammerstiel reinrammt. Ich weiß nicht, warum er 5 Hammer mitnimmt. Ich hatte hier auf jeden Fall schon, das ist ein paar Mal schon vorgekommen. Er hat 2 Wasserpumpen, 3 Wasserpumpenzangen. Er nimmt einfach alle Wasserpumpenzangen mit. Es könnte sein, dass ich irgendwie 3 gleichzeitig brauche. So, da habe ich gesagt, reicht jetzt. Nachdem ich dann einmal, da hat er auch, wir haben eigentlich 3, das war der Auslöser übrigens, 3 Rollbandmaße, ja. Und es ist einfach mal kein Rollbandmaß hier. Weil er sieht eins, oh, das muss ich noch mitnehmen. Grabsch. Das macht er aber jedes Mal, wenn er hier ist. Und dann hat er irgendwann alle 3 im Auto. Weil er jedes Mal, oh ja, Bandmaß darf ich nicht vergessen. Zack, alles ins Auto, da hat er 3 Stück im Auto. Er hat eins im Auto, aber trotzdem, oh nee, muss ich mitnehmen, darf ich nicht vergessen. So, da habe ich jetzt gereicht. Ich habe die Fresse voll und das ist etwas, was ich auch jedem, der sich selbstständig macht, jetzt ans Herz lege. Ich habe mich da immer nur vorgedrückt, weil ich auch manchmal faul bin und da habe ich mir jetzt gedacht, gut, irgendwas musst du jetzt machen, weil das geht nicht mehr, dass ich immer andauernd hier auch durch die Halle laufe und dann irgendwelche Werkzeuge suche, da habe ich keine Lust mehr zu gehabt und dann gab es halt, ja, habe ich mir den mal gegönnt, den Kollegen, und der ist abschließbar hier, hat Rausrutschschutz, das ist sehr geil, weil dadurch kann man den auch einfach, und das ist auch das, so wie ich es in Zukunft vorhabe, wir fahren auf Montage, Rampe hinten an Transit ran, reingerollt, festgezurrt, losgefahren. Du hast da immer alles drin und zwar sortiert. Das ist hammer, hammer geil. Wir haben, also ich habe damals für eine Firma gearbeitet, da haben wir auch so für Chemie gemacht und für einige Industrieunternehmen. Und weißt du, da sind wir da hingefahren, rausgerollt und sind damit durch die Industriehallen gefahren und haben dann da irgendwelche Sachen repariert. So, das fanden die alle so geil, dass die gesagt haben, ey, das müssen wir auch so machen. Einige Fremdfirmen, die auch mit denen wir zusammengearbeitet haben, haben gesagt, das ist so genial. Wir haben immer einen Eimer dabei und alles und dann, ja, das sind doch Rollen dran. Warum einmal schleppen, wenn du Rollen hast? Wirklich, wirklich gut. Deswegen auch gut, weil kann nicht aufgehen. Du musst den also nicht immer abschließen, damit der nicht aufgeht. So. Qualität zu dem Ding. Ganz ehrlich, ich habe meiner vorherigen Firma, habe ich einen von der Firma Würth gehabt. Ja, meine Lieblingsfirma, Würth. Und ich muss ganz klar sagen, der ist genauso gut. Ist nicht schlechter. Das Einzige, was bei Würth anders war, bei Würth war hier so eine Griffmulde. Da hast du in die Griffmulde gefasst und hast damit entriegelt. Hier ist das halt nur auf der rechten Seite. Ja, wird auf der rechten Seite. Sonst, alles, es ist alles fast gleich. Nur, dass hier oben der Aufbau besser ist. Es ist sogar besser als der von Würth. Und du kannst ihn sogar nochmal pimpen, hier außen, da kannst du diese Nobbles rausmachen. Und dann kannst du hier nochmal einen Aufbau drauf machen. Weißt du, dass du hier so eine Tafel hast, wo du dann nochmal, weiß ich, deine Schlüssel aufhängen kannst oder was ich, wer da Bock drauf hat. Ich nicht, weil das müsste ich, wenn ich jetzt auf Montage gehe, auch alles wieder abbauen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Hier sind super Löcher, kannst du Bohrer reinstecken, Stifte, Anreißwerkzeuge etc. oder ein Draht, so wie ich jetzt gerade mal. Super geil. Das ist gummiert. Auch gut gummiert, nicht scheiße gummiert, kannst du nicht mitdrehen, gar nichts. Rollen sind keine Hartkunststoffrollen, sondern kugelgelagerte Weichrollen, so Silikonrollen. Mega gut. Auch natürlich entsperrbar. Ne? Ja, so sieht das Ganze aus. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Das ist auch übrigens hier erhaben, auch eine sehr schöne Sache. So, ne? Auch gut, sieht nicht billig aus. Ne, guck mal, das Gute, hier, guck mal. Die Gigadei war befüllt. Und zwar befüllt mit, wie man hier sieht, mit Inlets. Ja, die waren da auch mit bei. Alles so fertig. Nächste Etage, Werkzeuge, Schonhammer, Hammer. Knochen, Imbusknochen, Kugelkopf, ja.
Und dann nochmal die dritte Etage. Da waren hier nochmal so ein ganz grob so die Zangen, die es so gibt. So, die waren noch als Schüttgutkrams dabei, also wo du so halt deine kleinen Kram, so wie ich jetzt hier reinmachen kannst. Ne? Oder das Handy halt oder weiß ich was. Der Rest ist dann soweit leer gewesen. Ich habe mir noch dazu gekauft, hier einmal von der Barhack, Winkel 1, Winkel 2. Der ist hier schon gewesen, den hatte ich auch schon vorher. Das war das Bandmaß, wo ich losfahren musste, weil er meinte, er muss drei Bandmaße mit haben. Und natürlich hier das Schönste, ne, so ein Digital-Messschieber. Keine Schiebelehre, ja, eine Lehre, das ist ein fester Messkörper. Ein Messschieber ist halt, damit kannst du halt schieben und dann das Bauteil messen. Keine Lehre. Ja? Eine Lehre ist ein fester Messkörper. Ja, wo du immer eine andere Lehre nehmen musst, je nachdem, was du dann halt überprüfen möchtest. So. Ja, hier nochmal eine größere Packung. Und dann hier unten für Maschinen und all so ein Dödelkram. So. Ich finde ihn wirklich stabil. Es ist, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass der jetzt irgendwie mega creepy ist. Der ist wirklich stabil. Ich finde auch die Dinger relativ fest. Also die finde ich auch in Ordnung. Die Verriegelung ist auch absolut okay. Ist auch kein 0815 Schloss, sondern hier, das ist so eine Krone. Ja. Eine Krone. Ja. Ist natürlich gleich der Akku wieder alle. Ist natürlich super. Ich habe gedacht, ich könnte das nochmal ein Stück aufnehmen. Aber ist natürlich, na klar, ist der Akku gleich wieder alle. Ja, so. Das ist eigentlich so im Groben und Ganzen der Kollege hier. Und jetzt kommen wir zum Preis. Und das ist das, worum ich auch so lange gewartet habe, bis sie den mal wieder im Angebot hatten. Mit der Füllung drin. Das heißt also die drei. Und den Inlets und das Werkzeug, also jetzt das, was in den Inlets ist, das Werkzeug nicht, was ich noch zusätzlich gekauft habe, 189 Euro. Jetzt kommst du. Ganz ehrlich, billiger geht's nicht. Also wer da nicht zuschlägt, der hat selber Schuld. Und das Werkzeug ist okay. Es ist wirklich, es ist echt okay. Es ist nicht super crap, ja. Das heißt also hier, das ist nicht super fein verzahnt. Ja, aber das ist okay. Es ist nicht alles am Wackeln. Also es ist alles fest. Es hat auch, die Gummierung ist gut. Auch es ist kein Grat irgendwo. Es ist wirklich okay Qualität. Wirklich okay Qualität. Es ist echt gut. Auch das hier ist wirklich fest. Nicht alles, das irgendwie rumschlackert oder was ich weiß. Es ist echt okay. Bin wirklich angetan. Ich habe eigentlich gedacht, dass es richtiger Crap ist. Und ich habe gedacht, oh, das kannst du dann mal nutzen. Aber ich sag mal, da würde ich jetzt nicht irgendwie sagen, oh, das ist Top-Ware. Ist es auch nicht. Es ist keine Top-Ware. Aber es ist voll okay zum Arbeiten. Ob ich hier nun einen habe von Hasset für weiß ich, 7 Euro oder ich habe den hier, der umgerechnet, ich habe es nicht umgerechnet, kostet, völlig egal. Die hier sind auch von der Qualität wirklich gut gummiert, griffig gummiert, also wirklich top. Steht drauf, made in China, oder? Chromanadium, nee, made in keine Ahnung was, steht da nicht drauf. Kann ich euch nicht mal sagen, ob das China ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, das muss China sein. Es geht nicht zu dem Preis. Ich sag mal, wenn du von Sheppach oder so ein Ding kaufst, zahlst du locker das Doppelte. Wenn der im Angebot ist, ist es echt ein richtiger Best Buy. Muss man ganz, ganz klar sagen. Würde ich auch euch allen immer... das Ding ist echt okay. Für das Geld. Und noch genug Platz für meinen ganz anderen Rotz drin. Ich habe mich da noch nicht ganz einsortiert. Ich habe, also wie gesagt, hier sind dann noch die losen Zitter. Da kommt noch mein ganzer Wick-Schweißkram rein. Ja, das kommt da alles noch rein. Alles, wo ich Angst habe, dass Klaus mir das klaut, kommt da auch alles rein. So. Das soll es gewesen sein. Ich, wie gesagt, finde das Ding einfach Bombe. Kann ihn euch immer noch empfehlen, wenn die den für 189 Euro haben und ihr wollt irgendwie Werkzeug kaufen oder so, kaufen. Bestes Beispiel von Wirt, der große Knarrenkasten.
Der ist, glaube ich, genauso ausgestattet wie der hier drin ist. Ja, ist er. Da kostet allein der Knarrenkasten 90 Euro. Und da habe ich 92 Euro bezahlt, damals Mitarbeiterpreis. Ich habe für die Firma Wirt gearbeitet. Ja, das war der Mitarbeiterpreis, der war deutlich unter dem, was du eigentlich als Kunde da zahlst. Und selbst der MINT-Preis da war also, ich meine, irgendwie 160 oder 150 Euro oder so. Nur da. Kostet der ganze Werkstattwagen. So. Denke auch, das ist ganz in Ordnung, oder? So, das wollte ich euch noch gezeigt haben. Wer aufmerksam war, wird den vielleicht schon mal das ein oder andere Mal im Hintergrund gesehen haben. Der ist also wirklich instant, also wirklich jetzt letzte Woche habe ich den gekauft. Habe ich mit meinem Golf geholt. War lustig, den da reinzukriegen. Alleine. Naja, gut. Das zu dem Thema. So. Falls ihr zufrieden seid, ihr habt Fragen zu dem Wagen, sagt Bescheid. Schreibt mich an. Ich antworte meistens, wenn es nicht irgendein Crap ist. Sonst wünsche ich euch erstmal soweit einen schönen Tag noch. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, immer Daumen da lassen. Wenn ihr mich weitersehen wollt, bitte ein Abo da lassen. Und wenn ihr mich voll lieb habt, dann bitte auch das Glöckchen, ne, die Glocken. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Soweit erstmal euch noch einen schönen Tag. Und ja, hier seht ihr nochmal schön in der Totale. Ne? Qualität ist wirklich gut. Ich habe nichts irgendwo gefunden, was das Ding irgendwie scheiße wirken lässt. Bin echt super zufrieden. So, tschüss.